Hallo, liebe Zuschauer, ich möchte mich hier zuerst mal bei euch bedanken für die vielen Genesungswünsche. Es ist schon viel besser. Die besagten Schmerzen in meinem Film, ich habe das ja hier mal reingebracht, auch mit dem Krankenhaus, sind weg. Also kann das Leben weitergehen. Es ist sowieso schon fast zu kurz. Ja, wir sind jetzt heute im Studio. Das ist eine schöne Kulisse hinter mir, aber so sieht es im Moment auf Koh Samui nicht aus. So sieht es aus. Es regnet, Sonnenschein, Regen, Sonnenschein. Also was ich letzte Woche angekündigt habe, beziehungsweise über den Wetterbericht, ist voll eingetreten. Und mein jetziger Wetterbericht für die ganze Woche sieht nicht besser aus. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wir haben jetzt hier schon, ich gehe also direkt auf ganz Thailand. Dann kann man besser sehen, wieso das Wetter so schlecht ist bei uns hier unten. Starten wir das Ganze mal. So, hier unten, da haben wir Koh Samui, Phuket. Und da haben wir Bangkok zur Orientierung nur. So, und wenn wir jetzt das starten, dann sehen wir, wir haben Ostwind. Und das hatte ich ja schon vor Wochen angekündigt. Sobald wir Ostwind kriegen oder Südostwind, dann sieht das für uns schlecht aus. Dann kommt nämlich alles um Vietnam rum und staut sich dann im Golf von Thailand. Und dann regnet es. Also hier ist bei uns bis etwa Hua Hin. Wir haben Regenzeit hier unten. Oben im Norden, da sieht man vereinzelt noch Regenfälle, aber überwiegend, wie ich auch von Vinat gehört habe, die ja jeden Tag Kontakt hat nach Udon Thani, ist es trocken. Und ich freue mich schon darauf, am 27. hier abzufahren. Letztes Jahr war das auch ganz schlimm gewesen. An dem Tag, da sind so, ja, die Flugzeuge durften nicht landen, weil es so geregnet hatte. Und die Scheinwerfer gingen an, weil es so dunkel war. Aber am Wochenende, ich glaube, das war jetzt gerade Samstag oder Sonntag, da hat man gesehen, da ist wieder die Sonne raus. Also wenn die Temperaturen nicht so hoch wären, also immer über 25 Grad, dann würde man hier weglaufen. So ist es eben halt mal. Nun kommen wir zu den Nachrichten von Thailand. Wenn man da bei Bangkok geht, da steht, dass Alkoholverbot in den Nationalparks jetzt ist. Ich glaube, vorher war das auch schon. Das hat man aus bestimmten Gründen gemacht, damit die Gäste da auch nicht belästigt werden. Man kann ja auch da in einzelnen Nationalparks campen. Dass da eben halt die Leute alkoholisiert sind und laut und randalieren. Es geht auch darum, dass die Flaschen nicht herumfliegen, unkontrolliert. Und die Ranger, die passen also auf, dass da also kein Alkohol getrunken wird. Da müsst ihr also drauf achten. Dann hatte ich letzte Woche schon erzählt, dass man ja die Öffnungszeiten in dem Touristenbereich von 2 Uhr morgens auf 4 Uhr verlängern möchte, hat man. Sag ich mal, die Barbesitzer und alle, die damit zusammenhängen, die waren natürlich begeistert und haben auch das gefeiert. Jetzt wird man da das testweise in Bangkok und auch noch in einigen anderen Regionen testen und mal gucken, wie es da ist. Man wird auch zusätzliche Kameras aufstellen, damit man da alles unter Kontrolle hat. Ja, also bis 4 Uhr darf man feiern. Dann kommen wir zu Pattaya. Da habe ich nur
dass die österreichische Gemeinschaft, wo war das, im Hilton, die haben da ihren Nationalfeiertag gefeiert, traditionell in Kostümen, wie ich hier sehe auf dem Bild, im 16. Storchjahr ist im Hilton und Heimatsgefühle sind da wieder hochgekommen beim Buffet und das muss also sehr schön gewesen sein. Dann kommen wir zu Phuket. Da steht Safety Sandbox. Ab dem 26. November wird das Safety Phuket Sandbox Island eröffnet. Das geht da um Gesundheit und Sicherheit für die Touristen. Das ist so ein Gesamtpaket, da versucht man also den Touristen zu zeigen, dass das Gesundheitswesen in Thailand für die Touristen gut ist. Man wird auch da die Restaurants kontrollieren, ob die Lebensmittel okay sind. Die Krankenhäuser werden sich darauf vorbereiten. Alles unter dem Aspekt der Gesundheit soll da gefördert werden. Das soll sich über 100 Tage erstrecken, lese ich hier. Ich weiß noch nicht, wieso Sandbox das auch heißt. Kann ich also nicht nachvollziehen. Ja, jedenfalls will man da was für die Gesundheit der Touristen machen, wenn sie eben halt mal diesbezüglich sowas brauchen, wie Krankenhäuser, Erste Hilfe oder sonstiges. Das war es auch schon. Ich habe aber auch einige Punkte für meinen Kanal. Vor einiger Zeit hatte ich ja zum Blutspenden aufgerufen für einen Schweizer in Udon Thani, der O-negativ, Rhesusfaktor negativ hat. Eine ganz seltene Blutgruppe, unter 1%, glaube ich, hat man hier in Thailand nur. Und das Krankenhaus benötigte für die Operationen Blut, sonst würde er sterben. Ganz einfach. Aufgrund des Aufrufes, aber nicht nur von meiner Seite, sondern auch von anderen und Farang-Zeitschrift, da war es auch drin gewesen, haben sich also liebe Menschen gemeldet, die Blutgruppe hatten oder haben und haben diesbezüglich das Blut gespendet und haben ihm damit das Leben gerettet. Jetzt habe ich von einem Freund von ihm gehört, dass er sich vielmals bedankt über meinen Kanal an euch, dass ihr ihm das Leben gerettet habt, die da gespendet haben. Und die große Anteilnahme hat ihn sehr berührt. Was war passiert im Vorhinein? Er ist also mit dem Roller mit 100 Stundenkilometer auf dem stehenden Truck gefahren. Daraufhin hat man im unteren Bereich das Bein abgenommen und danach nochmal oberhalb des Knies. Und man hatte auch zu dem Zeitpunkt gesagt, wir müssen auch den linken Arm abnehmen. Da hat man jetzt erstmal von abgesehen und er ist jetzt erstmal nach Hause. Ich habe da ein bisschen Kontakt noch mit dem Andy. Der hatte mir geschrieben, wie es da aussieht nach meiner Nachfrage. Und wir sind dann so verblieben. Ich bin ja sowieso in ein paar Wochen da oben. Und dann werde ich den mal besuchen. Und vielleicht kann der Verunfallte da noch was persönlich zu sagen. Also hier vielen Dank. Und hier kann man dann auch wieder sehen, wie wichtig es ist, sich zu informieren im Internet. Nicht nur in meinem Kanal, sondern auch in anderen Kanälen. Speziell, wenn es darum geht, jemandem zu helfen. Zu meinen Filmbeiträgen letzte Woche, da hatten wir ja nochmal die Oma besucht. Normalerweise würde ich also heute mit der Winnert auch die Oma besuchen, immer montags. Da haben wir aber von abgesagt. Wir haben also telefoniert mit der Pflegekraft, haben auch nachgefragt, wie es der Oma geht. Der Oma geht es ganz gut. Die hat also nichts, dass ich also sie angesteckt habe mit meinem Covid. Wir sehen also jetzt erstmal davon ab, sie zu besuchen. Wienand und ich werden heute nochmal einen Covid-Test machen, wie das dann aussieht. Und dann werden wir dann wahrscheinlich Ende der Woche noch zur Oma hinfahren, um die eben halt zu besuchen. Wie ich das letzte Mal bei Oma gewesen bin, da hatte ich ja angekündigt, dass ich eine neue Kostenanalyse machen werde. Habe ich schon fertig gemacht. Jetzt am kommenden Mittwoch kommt dieser Film. Da geht es also darum,
Da habe ich mal aufgezeigt, dass man mit 1000 Euro, ich habe mich selber gewundert, mit 1000 Euro im Monat in Thailand auskommt, wenn man bestimmte Punkte einhält. Das heißt also kostensenkend. Schaut euch das mal an. Das ist also für Single-Personen. Und dann habe ich auch mal reingerechnet, was ist denn, wenn man sich jetzt eine Freundin anschafft, wie sieht es denn mit dem Geld aus? Ist also sehr interessant. Ich habe mich selber darüber gewundert, wo denn auf einmal die Kosten hingehen und so. Also sehr interessant. Schaut euch das mal an. Dann geht es um die Steuern, die auf uns zukommen oder auf einige zukommen nächstes Jahr. Ich habe einen Freund, der arbeitet in der Behörde in der Schweiz und der hat mir Folgendes mitgeteilt. Ab 2024 tritt Thailand im ausländischen Informationsaustausch bei. Das heißt, wir selektieren alle Kunden, die in Thailand leben. Wenn diese Zinserträge keine staatliche Rente in Klammern, also aus Erträgen aus Versicherungen oder Besitz, müssen wir diese unseren Steuerbehörden in der Schweiz melden. Anschreiben werden wir unsere Kunden das erste Mal im Januar 2025. Die Daten werden dann immer im Juni des jeweiligen Jahres weitergegeben. Und das machen alle Länder, die im Steuerabkommen sind. Ab letztes Jahr ist es ja so, dass international die Daten ausgetauscht wird, wer wohnt hier, was hat er auf dem Konto. Also da kann man gar nichts verheimlichen, wenn man also in der Schweiz zum Beispiel oder in Deutschland, abgesehen von der Rente, die ist unberücksichtigt. Wenn man Erträge erwirtschaftet dort, wird die thailändische Behörde das übermittelt und die werden sich dann bei euch melden. Da kommen wir gar nicht dran vorbei. Ich habe aber nichts, ich brauche von meiner Seite her da keine Bedenken zu haben. Und warten wir mal ab, wie das Ganze abläuft. Wer Thailand kennt, der weiß, das dauert alles ein bisschen länger. Es kann aber sein, dass in Zukunft die Immigration denn auch einen Auszug vom Steueramt haben möchte. Und jeder von uns hat dann seine schöne Steuernummer. Also langfristig gesehen kommt hundertprozentig was auf uns zu, weil die einzelnen Staaten uns schröpfen möchten. Ich sehe da gerade noch eine Notiz, da habe ich oft die Frage bekommen zu meinem Covid-Fall, ob ich geimpft worden wäre. Ja, ich habe damals, wie ich mit meiner Lebenspartnerin zusammen war, mich impfen lassen, wollte eigentlich gar nicht geimpft werden, aber sie arbeitete ja im Hotelbereich und hatte jeden Tag mit wechselnden Gästen zu tun. Und dann war natürlich schon die Gefahr da, dass sie darüber das nach Hause bringt und ich dann auch infiziert werde. Und man hat uns ja richtig Angst gemacht, vor allen Dingen diejenigen, die über 60 sind. Und da habe ich mich impfen lassen. Und das zweimal. Ich habe keine Auswirkungen gehabt davon. Mein Freund ist richtig krank geworden, hat Fieber gehabt und so. Über die anderen Dinger brauchen wir gar nicht zu reden. Ja, ich bin zweimal geimpft. Der Verlauf ist eigentlich glimpflich über die Bühne gegangen. Wenn ich nicht diesen Schmerz, zusätzlichen Schmerz gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht zum Krankenhaus gegangen und hätte das selber auskuriert hier. Ja, damit wollte ich diese Frage beantworten. Ja, ein letzter Punkt für unsere Besucher, die hier auf Samui sind im Moment. Also bis morgen einschließlich ist noch das Natornfest. Da kommen ja die ganzen Boote von den Tempeln hin, die fahrbar sind, die kann man also auf der Straße fahren. Da würde sich der deutsche TÜV schon freuen, wenn er sowas sehen würde. Nee, die kommen da alle zusammen und sammeln dann also Geld. Und ich habe da eben noch von Wienand gehört, da ist eine Tempelanlage, sage ich mal, die haben schon 1,1 Millionen Baht zusammenbekommen durch Spenden.
Also das sind also Spendenaktionen für die Tempel, damit die noch schöner gemacht werden. Ja. Ich habe nichts mehr Neues, wie ich sehe. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Richtige Arbeitswetter ist das. Ich freue mich, dass ich also dieses Hobby habe und kann was tun. Also für mich ist es nicht anstrengend, muss ich sagen. Solange meine Birne arbeitet, kann ich das sehr wohl machen, dieses Hobby. Wie gesagt, Mittwoch kommt, ja Mittwoch hatte ich den reingesetzt, kommt dieser Film über die Kosten für 2024 für Single-Personen. Und du kannst es schaffen, wenn dass du auf 1000 Euro kommst bei einem Wechselkurs von 38 Baht. Da habe ich noch einen Punkt. Euch ist ja bestimmt aufgefallen, dass die Zeiten, wo ich meine Filme zeige, sich geändert haben. Ich habe die also in der Vergangenheit immer morgens 7, 8 Uhr bei euch in Europa veröffentlicht. Und dann kam also von YouTube die Information, hallo Florenz. Zu dieser Zeit sind zwar ein paar Leute da drin, die gucken sich die auch an, aber danach sind die weg, ganz einfach, weil die arbeiten sind. Und der Algorithmus bei YouTube, der arbeitet folgendermaßen, dass in den ersten 24 Stunden YouTube Werbung für meinen Kanal macht. Das heißt also, wenn ihr euch woanders ein Video anguckt und am Ende, da seht ihr ja viele Vorschläge, was ihr euch anschauen könnt. Und da bin ich denn vertreten. So, und wenn jetzt die Kurve abflacht, weil ihr jetzt zur Arbeit fahrt, dann sagt YouTube, da interessiert sich keiner für den Film. Und dann schmeißen wir den raus. Und das sehe ich dann immer. Dann geht also steil an und dann wird die flach und dann dümpelt die dahin und das war's denn. So, und dann war praktisch der Vorschlag aus den ganzen Dateien so, da kann man also hier auch sehen, ich kann also die Aktivitäten von euch sehr wohl sehen, dass ich dann jetzt versuche, ab 6 Uhr abends euch die Filme in Europa zu zeigen, weil dann die meisten auch zu Hause sind und abends auch im Internet rumhängen und da praktisch mehr, länger in meinen Filmen reingeschaut wird und dann macht weiterhin YouTube Werbung und ich sehe das auch, dann gibt es also so einen Schwung und für den Kanal ist es, also für meinen Kanal ist es dann gut. Das ist jetzt erstmal eine Testphase. Ich würde mich darüber freuen, wenn du da mal mitteilen würdest, wann guckst du dir meine Filme an, morgens, bevor du zur Arbeit gehst oder abends, wenn du zurückkommst. Wann ist die beste Zeit für euch? Ich erhoffe natürlich, damit also auch mehr Menschen anzusprechen und dass mein Kanal noch weiter verbreitet wird. Ja, und wenn du meinen Kanal gut findest, dann bringst Daumen nach oben und ein Smiley. Und wenn du noch kein Abo hast, was kostenlos ist, da würde ich mich also riesig drüber freuen. So, das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!